Leute, grüßt euch. Ich wollte euch ja mal die neuen Bücher vorstellen und da ich die ja hier nicht gedruckt vorliegen habe, kann ich euch nur die PDF zeigen. Das erste ist fertig und zwar Zen und Budo von Deshimaru, herausgegeben von Philipp Coupé. Es handelt sich um die deutsche Fassung dieses französischen Werkes, das jetzt übersetzt wurde, ist also nicht identisch mit einem Titel hier, den ihr auch in der Suche angezeigt bekommt, Zen in den Kampfkünsten Japans, der bei Christkeitz erschienen ist und auch sehr empfehlenswert ist. Es handelt sich also um einen anderen Text. Und hier seht ihr das Cover, hier könnt ihr ihn bestellen. Ich werbe jetzt nicht bewusst für Amazon, sondern den gibt es auch anderswo. So, wir können hier mal gerade ins Buch reinschauen. Da seht ihr also, wie es gesetzt ist, dass es ein paar Kalligrafien gibt, wie ihr das kennt, und einige Fotos. Ja, es ist nicht besonders umfangreich, aber für die Fans von Deshimaru oder diejenigen, die die Zusammenhänge zwischen Zen und Kampfkunst sich gerne mal genauer betrachten, ist es interessant genug. Dann wird es geben ein Buch von Shodo Harada. Und das könnte ich hier gerade auch nochmal suchen. Nein, hier sind wir. Es ist nämlich schon angezeigt bei Amazon, aber bitte bestellt es noch nicht. Es ist auch noch nicht freigegeben im Verzeichnis lieferbarer Bücher. Von Shodo Harada habe ich ja in der letzten Zeit einiges publiziert. Hier seht ihr das, Zen aber wie. Das erste Buch, das ich von ihm rausgebracht habe, Der Weg zu Bodhidharma, kam mit einem neuen, flotteren Cover raus. Und dann gab es noch das Shinjin Mei. Die Gestaltung ist von Linda Miorin Shabo, die aus seiner Gemeinschaft ist und die ich persönlich nicht kenne, aber die hier sehr schöne Arbeit gemacht hat. Klicken wir das mal an. Offiziell kommt das Buch also Anfang Januar raus, denn wir mussten noch mal was überarbeiten. Aber wenn das bei meinem Drucker mal freigegeben wurde, damit wir ein Probeexemplar bekommen zum Testen, also in dem Fall die Gemeinschaft, ne, weil es hierher zu lange gedauert hätte, dann kann es unter Umständen sein, dass ihr das doch schon irgendwo, also zum Beispiel im Buchshop von Books on Demand, kriegt. Aber ich sehe hier unten bei Amazon zum Beispiel noch keinen Verkaufsrang. Das hat sich also bisher dort zumindest noch nicht verkauft. Und die sagen ja auch, der Titel ist noch nicht veröffentlicht. Also bitte wartet noch. Denn es gab hier von der Linda einiges zu korrigieren. Am Satz, am Layout, was ich zum Teil gar nicht gesehen habe. Man muss aus der Word-Datei, wenn man so arbeitet wie ich, also unter Windows, das ist natürlich ein Graus für die Grafiker, da muss man eine PDF erstellen und hier stimmten die Ränder nicht überein beim Text und was schlimmer war, diese Kalligrafien waren nicht mittig gesetzt und da mussten dann die Seitenzahlen, die hier automatisch erscheinen, die man bei so Kalligrafienseiten natürlich aus optischen Gründen wegmacht. Und da legt man so Textfelder drüber, die mussten dann alle auch nochmal gelöscht werden, beziehungsweise mit Textfeldern versehen. Das macht man normalerweise, wenn man wie die Profis mit, ich weiß gar nicht, Adobe InDesign und so weiter arbeitet. Und am Mac, da macht man das wahrscheinlich viel schneller. Und nicht so umständlich, aber ich bin ja kein gelernter Grafiker und habe also so gut es geht die Vorlage versucht hinzukriegen. Da musste dann nochmal drüber gegangen werden. So sieht das aus. Die Kalligrafien haben eigentlich hier rote Stempel, wie ihr das kennt. Aber
sobald man die Rot macht im Druck, gilt das als Farbseite und dann wird das Buch wesentlich teurer. Also das haben wir dann auf Schwarz-Weiß geändert. So ist das Buch aufgezogen. Die Texte oder Sprüche sind nach Jahreszeiten oder in die Rubrik Verschiedenes eingeordnet. Und es handelt sich um überarbeitete Bände, die auch schon mal in einer nicht überarbeiteten Version im Internet zu finden waren und im Englischen auch auszugsweise publiziert wurden. Also das Buch sollte noch zu Weihnachten freigegeben sein. Offiziell erscheint es Anfang Januar. Und es passte ganz gut jetzt in diesem Zusammenhang mal auf andere Dinge einzugehen, denn natürlich bin ich betroffen von dem Lockdown des Einzelhandels. Das heißt, die Buchhandlungen haben nicht auf, aber ihr könnt die Bücher ja im Internet bestellen. Trotzdem ist es interessant zu sehen, wie diesmal die Ausgleichszahlungen aussehen. Ich werde da wieder nichts bekommen, so wie es aussieht, denn das letzte Jahr war relativ schlecht und ausgesprochen und auffällig schlecht war schon das Weihnachtsgeschäft. Warum, weiß ich nicht genau, aber man kann sagen, es gab jetzt schon seit ungefähr 6 Jahren so eine Art Zyklus oder sogar schon seit 8, wo auf ein gutes Jahr ein schlechteres folgte, also so eine Wellenbewegung. Und letztes Jahr war schlecht, deshalb war dieses eigentlich ein gutes zu erwarten, auch wenn man da nicht drauf wetten will. Und tatsächlich hat sich das ganze Geschäft ja noch erholt. Bei mir hätte ich auch nicht gedacht, nach dem 40-prozentigen Einbruch beim ersten Lockdown. Um vorzubeugen, sind ja noch ein paar Titel als E-Books rausgekommen. Aber trotzdem empfinde ich das Ganze als eine Dummheit der Regierung. Und deshalb gehe ich jetzt mal drauf ein und habe noch schnell euch Bescheid gesagt. Morgen könnt ihr Zen und Budo zumindest noch im Buchhandel bestellen, denn ich bin ja sehr dafür, dass ihr den unterstützt. Ne? Also ihr müsst das nicht online machen und auch schon gar nicht bei Amazon. Ich habe ja früher sehr gute Erfahrungen mit denen gemacht als Kunde, mit dem Kindle, den sie ja praktisch verschenkt haben, wenn man überlegt, was man da alles umsonst hatte an Zeitschriften, Abos und so fort. Aber es gibt jetzt seit einiger Zeit bei Amazon ein unfaires Abrechnungsmodell. Es werden also nur noch bei dort gekauften E-Books die gelesenen Seiten bezahlt. Also man bekommt dann nicht mehr den üblichen Preis, die übliche Gewinnspanne, sondern wenn ihr ein Buch kauft und nicht lest, dann bekomme ich entsprechend weniger. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr seltsam. Ja, also das wäre so, wie wenn ihr euch ein T-Shirt kauft beim Händler. Und weil es dann nur bei euch im Schrank liegt, müsst ihr das auch nicht bezahlen, wenn ihr es nicht anzieht. Also da hat sich meine Meinung etwas geändert. Früher wurde Amazon ja kritisiert wegen der Arbeitsbedingungen. Da hat sich ja offenbar einiges getan. Aber nun wird an anderer Stelle gespart. So. Jetzt schauen wir uns mal an, warum das eine Dummheit ist. Ich bin ja schon mal am Rande, auch in meinem Blog, drauf eingegangen. Vorneweg, es lässt sich leicht reden aus einem Land, das, gehen wir mal da runter, weltweit mit die geringsten Todeszahlen auf 1 Million Population hat. Ich finde es gleich, hier ist es, ne, Thailand. 0,9 ist da der Wert. Jetzt gehen wir zurück zu Deutschland, das sich immer so gerne lobt in Form dieser Politiker. Da sind das 267. Und wenn wir jetzt mal das Land anklicken, dann finden wir hier bei der Seite, die ich euch auch noch verlinken werde, die mir kürzlich empfohlen wurde. Wenn wir runtergehen zu dieser Grafik, die uns die Fälle anzeigt, und ins Verhältnis setzt die Menschen, die sich erholt haben. Das ist die obere Grafik, die steigt stetig und signifikant an, ne, gegen den Wert 100. Und hier ist die der Todesfälle, die fällt immer weiter gegen 0. Also es gab hier nur bei der ersten sogenannten Welle, wenn man das so nennen will,
diesen großen Ausschlag. Man muss also verstehen, dass die Anzahl der Neuinfektionen, die ja in die Höhe geschossen ist, wie verrückt, natürlich eine erhöhte Anzahl von Toten mit sich bringt. Jetzt im Winter aber, dass insgesamt das Virus eine immer geringere Todesrate hat. Es hat sich auch bestätigt, was Leute sagen, das wird am Ende nicht mehr Tote geben als bei der schlimmen Grippewelle vor ein paar Jahren. Da waren es 25.100. Da gehen wir jetzt nochmal zurück. Und wir haben jetzt hier in Deutschland, es waren 22.000. Ja, musste noch ein bisschen warten. Also das wird bis Jahresende sich da um diesen Wert der Grippewelle einpendeln. Na, könnt ihr selbst nochmal hingehen, wo sind wir? Wenn ihr die Rhetorik gehört habt, gestern habe ich diese Pressekonferenz gesehen. Da sagt die Bundeskanzlerin ja, alle wüssten ja die Zahlen. Man muss sich die genau anschauen, ins Verhältnis setzen. Hier sind sie nicht, die Todesfälle, 22.432. Also inzwischen wissen wir, dass Leute recht hatten, die sagten, das wird eine geringe Todesrate geben. Das wird vergleichbar sein mit der Grippewelle. Von der Anzahl der Toten her, das wird immer noch nicht kommuniziert. Stattdessen werden weiter Ängste gemacht. Psychologisch ist es natürlich so, wenn ich diese Leute sehe, dann glaube ich, dass die wirklich selbst auch übertriebene Ängste haben. Bei unserer Bundeskanzlerin hat man das ja schon in anderen Fällen nach Fukushima und so gesehen, dass sie da sehr emotional reagiert. Das ist natürlich ein Problem. Aber wenn wir uns die Rhetorik noch genauer anschauen, dann wird da einiges vernebelt. Der Söder spricht von der größten Katastrophe und bereitet da offenbar schon die große Impfkampagne vor. Und jetzt müssen auch wieder die Friseure zumachen. Okay, Leute, und wie viele Menschen haben sich in Buchhandlungen angesteckt? Das ist für mich schon grotesk. Jetzt sehen wir uns noch an. Söder meinte ja auch, die Ärzte hätten gesagt, keine Silvester feiern, also keine Böller verkaufen und so weiter, sonst laufen uns die Krankenhäuser zu. Ich habe keine Zahl gefunden der Verletzten in Deutschland letztes Jahr, aber von Holland, da waren es 1300. Wir haben praktisch fünfmal so viele Menschen, dann wären es bei uns 6.500, davon waren in Holland etwa ein Drittel nur so verletzt, dass sie da in die Notaufnahme kamen. Das wären dann also höchstens 2.500. Und wir sehen, dass von den normalen Betten noch doppelt so viele frei sind momentan. Ich zweifle daran, dass es da so viele Warnrufe der Ärzte wegen Silvester gab. Ich glaube, dass der Herr Söder das erfunden hat. Aber ich will das den Ärzten nicht absprechen, ja, dass das alles ihnen über den Kopf wächst. Tatsache ist, dass hier noch 19% frei sind und die ganze Reserve, das sind nochmal, wie hier oben steht, über 11.000 Betten. Also es könnten nochmal an Covid-Fällen gut dreimal so viele zusammenkommen, bis tatsächlich keine Betten mehr da sind. Wobei ihnen gleichzeitig ist seltsamerweise die Anzahl der Betten und der Reserve runtergegangen. Vielleicht wurden da Intensivbetten geklaut. Also ich weiß nicht, es gibt aber dazu hier auch noch kritische Anmerkungen. In diesem Thesenpapier verlinke ich euch auch auf der Seite von Professor Schrappe. Wird auch hinterfragt, ne, wieso denn jetzt hier plötzlich diese Zahl niedriger ist. Denn wenn die Bettenzahl insgesamt, die verfügbar ist, nach unten geschraubt wird, dann ist natürlich auch schneller dicht. Ne. Dann kann man damit auch schneller Panik machen. So, das von hier aus. Ja, Kontakte vermeiden. Ich glaube, in Deutschland hätte ich gar nicht die Möglichkeiten. Aber nachdem ich, ja, ich habe ja da 2007 auch aufgehört, dafür zu bezahlen, aber nachdem ich kürzlich noch gemeint habe, hier wird ja auch einiges in diesem Bereich
in diesem Dienstleistungsgewerbe der Prostitution schlechter. Es wird auch weniger geküsst. Habe ich jetzt nochmal eine App runtergeladen, wo ich eine Pause machte und ein paar Frauen entdeckt, die mich sozusagen angesprochen haben und in den letzten Tagen getroffen. Und die haben alle geküsst, auch intensiv. Womit ich nur sagen will, ich gehe nämlich davon aus, dass wir hier in Thailand auch viel mehr Infektionen haben. Aber da wird ja nicht so viel getestet, das heißt, man weiß es nicht. Es ist also nicht so, dass ich davon ausgehe, dass nichts passieren kann. Natürlich, ich räume das ein, es lässt sich hier einfacher reden, aber ich will damit sagen, dass ich mir das Recht nicht nehmen lasse auf diese Kontakte. Und wenn dann später was passiert, werde ich von dem Spott ja wohl nicht mehr viel mitbekommen. Aber wenn ihr euch erinnert, man muss auch, glaube ich, in der Lage sein, sowas mal zu ertragen. Vor ein paar Wochen habe ich auf meinem Blog nochmal aktuell den Fall dieser verschwundenen McCann-Tochter aufgewärmt. Denn es gab eine Nachricht, dass unmittelbar darauf eben von der Staatsanwaltschaft, die da einen deutschen Verdächtigen grillt, nun die Fakten auf den Tisch gelegt werden. Das ist nicht passiert, wie ich heute nochmal gegoogelt habe. Im Gegenteil, ist gerade vor einigen Stunden offenbar die Familie, also sind die Eltern nochmal auf den Plan getreten und haben diesen Staatsanwalt kritisiert, was natürlich in meinen Augen besonders grotesk ist. Aber da hätte es ja sein können, dass am nächsten Tag, also klar, der Täter gefunden ist und dann ist das ganze Gefasel da auf meinem Blog und meine Vermutungen, auch die des Sprachanalysten des Amerikanischen, die ich so herausragend fand, überzeugend fand, dann sind die alle ad absurdum geführt und Leute, ja, das ist nicht das erste Mal, wo ich mich getäuscht hätte, ne? Und jetzt hier kann das natürlich sein, aber es ist ja die Frage, lässt man sich anstecken von diesen Ängsten oder nicht? Und ich würde, denke ich, in Deutschland mich, selbst wenn ich wollte, gar nicht diesen Gefahren aussetzen können. Was wäre da für eine geheime Silvesterparty wohl im Gange, wo sich mir vier Groupies oder sowas auf den Schoß setzen, mir Zungenküsse geben würden? Aber ich würde mich ganz schön engagieren, glaube ich, gegen diese Einschränkungen der Freiheit, gegen Bußgelder, wenn man da ohne Maske erwischt wird. Ich glaube, ich würde sie natürlich in öffentlichen Verkehrsmitteln anziehen. Wahrscheinlich würde ich sogar meistens laufen, ne? Weil mir diese Verkehrsmittel sowieso immer unangenehmer wurden. Wenn ich laufen kann, laufe ich da in der Großstadt. Aber es gab so ein paar Beispiele, die hätte ich mir jetzt aufschreiben müssen, die ich doch relativ absurd fand. Und das würde mir auch ganz schön auf den Senkel gehen, wenn es an Weihnachten klingelt, wenn ich als Single mit drei Single-Freunden aus drei unterschiedlichen Familien oder fünf, ne, oder meinen besten Kumpels also dort Weihnachten feiern wollte und das würde dann aufgelöst. Ja. Also sowas geht natürlich zu weit. Ich weiß gar nicht, wie diese Menschen Demokratie begriffen haben, während die sich auf ihre politische Karriere vorbereitet haben, ob die darüber wirklich tief genug nachgedacht haben. So, dann mache ich das auch mal zu. Dann bin ich hier noch auf ihn gestoßen. Ich weiß ja, dass ich auch Philosophenfreunde habe oder Philosophen unter meinen Zuschauern und der wird ja gehypt. Jüngster Philosophie-Prof bei uns, glaube ich, Markus Gabriel. Vor kurzem gab es schon einen Hinweis auf den und da habe ich mir das mal angehört. Ist da gerade hochgeladen worden, also wohl eine aktuelle Sendung der Sternstunde Philosophie. Erster Satz seines Buches, Der Schein ist Sein. Und da dachte ich mir,
Der Typ glaubt wirklich, dass 2500 Jahre Philosophiegeschichte umgeschrieben werden müssen und dass ihm das gelungen ist. Und da fiel mir doch ein, dass eine Lesart von Samsara ist Nirvana, ein Spruch, den ihr kennt, vielleicht aus dem Mahayana, zumindest aus dem Zen, dass man den auch so lesen kann. Samsara, das ist nicht nur der Kreislauf der Wiedergeburten, das ist ein Synonym für Illusion und Schein. Und Nirvana ist das Synonym für Wirklichkeit und Sein. Und jetzt kommt also der Nächste und baut seine Karriere auf alten Zen-Weisheiten auf. Oder zumindest auf einer. So sehe ich das. Ich war ein bisschen verblüfft. Man kommt ja mit einigen durch jetzt. So, dann hat noch jemand, den ich mal verlinkt hatte, mit einem Filmchen über Feuerbestattung in Thailand, der ein ziemlich biografisch belasteter Typ ist. Das ist ein Filmchen, den ich mir schon seit einigen Monaten anschaue. Manche sind sehr krude. Und er hat da schlimme Dinge erzählt, die ihm in seiner Familie passiert sind. Aber er hat auch dumme Sachen gemacht. Und zum Beispiel, ja, also Polizisten beleidigt in seinen Videos und auch mal gemeint, er könne selbst in seinem labilen Zustand psychologische Beratung anbieten, gegen viel Geld. Aber ab und zu hat er so Lichtblicke drin und jetzt hat es ihn wohl dazu getrieben, mal sich zurückzuziehen auf die Insel Koh Phangan und dort hier bei diesem Zentrum Inner Walk zu betreiben, also Gehmeditation. Es ist dort beschrieben, könnt ihr ja selbst nachlesen, und ich muss sagen, das macht sowohl von der Ausdrucksweise wie vom Inhalt einen guten Eindruck. Also da steht zum Beispiel, sind die morgendlichen, abendlichen Ansprachen Pflicht? Nein, da müsst ihr nicht teilnehmen, es wird nur dazu geraten. Man meldet sich hier an für 4 Tage. Und also für diejenigen unter euch, die sowas mal machen wollen in Thailand, da habe ich bisher wirklich noch nichts Pragmatischeres, Interessanteres gesehen. Und ich verlinke sein Filmchen. Viel von den Details kriegt ihr zwar nicht mit, aber ihr seht hier den, er heißt Olan, glaube ich, der überraschenderweise Deutsch spricht, diesen Mönch, und der einen freundlichen Eindruck macht und hier die Erkenntnisse, vor allem über uns Westler, ne, oder uns moderne Menschen, in einfachen Thesen zusammenfasst und daraufhin dieses Gehmeditationsprogramm aus Vipassana entwickelt hat. Und ja, das ist das Ganze, und das finde ich eben überraschend. Ich habe mir das alles erst durchgelesen, weil ich natürlich erwartet habe, am Ende kommt wieder das böse Erwachen. Und wenn der Preis des Kurses genannt wird oder wenn ich dann noch weiter google über den Mann. Das habe ich nicht gemacht, weil hier alles auf Spendenbasis funktioniert. Ja. Und dieser Ansatz gefällt mir doch sehr gut. Also wenn man da, die Insel ist sowieso beliebt bei Rucksacktouristen, bei jüngeren Leuten, wie man hier auf dem Bild auch sieht. Ne, wenn man da sowieso mal in die Richtung will, da kann man mal 4 Tage hin, denke ich. Ne, und selbst entscheiden, was man da gibt. Und auch noch Deutsch mit ihm sprechen. So, ich war mir trotzdem nicht selbst da. Also nicht, dass ihr dann nachher mich doch noch schlagen wollt. Das war's dann für heute. Ich habe noch unterwegs was gedreht. Und jetzt versuche ich gerade mal rauszubekommen. Hier habt ihr es vielleicht eben schon gesehen. Auf dem anderen Link hier gibt es ein Programm, wie man Videos zusammenschneiden kann für YouTube. Denn ich musste da unterbrechen. Vielleicht gelingt mir das ja mal. Und ich schneide einfach den Clip dann noch an diesen dran. Das wäre dann mal was Neues. Ja, ansonsten
bis nächstes Mal und ja, rennt noch schnell in die Buchhandlung und kauft Bücher von, ach, ich habe noch ein paar Minuten, Bücher von Sind alle tot, den besten Autoren dieser Welt, James Salter, John Cheever, besonders die Kurzgeschichten, Charles Bukowski, naja, den kennt man, Philip Roth, kann man alles lesen. Also, diese Autoren, Leute, ich habe mal Amerikanistik studiert, die sind alle nicht auf meiner Leseliste gewesen. Ich musste so Leute wie Updike lesen. Ja, seine Rabbit-Bücher. Der Updike ist jemand, der sich so rumquält mit diesen konservativen Strömungen, wo schon der Ehebruch ein Riesending sein muss. Ne? Also ich meine jetzt im Kopf, ja, dass der so von solchen Gedanken und Gewissensbissen belastete Figuren kreiert. Nichts von der Lockerheit eines Bukowski oder auch Philip Roth hat. So, dann hatte ich noch gerne Murakami gelesen. Da kommt demnächst was Neues, mal wieder Kurzgeschichten, denn er hat ja sich, denke ich, an den Kommerz verkauft. Seine letzten Bücher, die erschienen mir wie am Reißbrett gemacht. Ne? Was habe ich noch nicht abgehandelt? Welche sexuellen Dinge kann ich jetzt noch verarbeiten? Mit leicht skandalösem Touch und dann noch einen Kalender rausbringen und Bücher, von denen ich mal gesagt habe, zu denen stehe ich nicht, die bringe ich jetzt halt auch noch raus, weil mir nicht mehr genug Neues einfällt, um die Maschine am Laufen zu halten. Aber jetzt bin ich doch auf den neuen Kurzgeschichtenband gespannt. Und Lars Gustafsson, auch schon gestorben. Michel Elbeck, habe ich schon gesagt, vielleicht können wir da ein paar Zitate aufgreifen, wenn es zu dem Gespräch mit Muho kommt, denn er hat einiges über Religion geschrieben, wenn auch besonders über die katholische. Und ich könnte die dem Muho mal vorher schicken, vielleicht schaffen wir es ja mal, uns zusammenzuschalten. Da muss ich mir sowieso Gedanken machen, wenn ihr da Anregungen habt. Ne? Also wir wollten das noch vor Weihnachten machen, wenn es dabei bleibt, über was wir reden könnten, dann schreibt mir das bitte auch. Und ja, Wilhelm Genazzino, auch gestorben, toller Autor, der auch in Frankfurt gelebt hat, sehr witzig. Einzelne Bücher, das Verschwinden des Michael Langford, Typee, also das Verschwinden des Michael Langford und Christopher Koch, ich glaube, der hat noch zur Unterscheidung von einem anderen, hat er noch einen Mittelnamen abgekürzt, Christopher J. Koch, ne? Und Typee, wenn euch das Fernweh packt, von Herman Melville. So, das waren jetzt meine Weihnachtstipps für Literatur, falls ihr nicht zu Deshimaru greifen wollt. Tschüss.